Wir stehen gerade vor dem Finanzministerium, wo heute die Oligarchie der G20 wieder über uns entscheidet. Sie treffen sich gerade jeden Tag. Panisch versuchen sie, die Geister zu zähmen, die sie selbst gerufen haben. Die Finanzmärkte sind zu einer Gefahr für sich selbst geworden, heißt es. Nach Jahren systematischer Liberalisierung also, sollen nun doch Regulierungen her. Man denkt über eine Finanzmarktsteuer nach oder über Beschränkungen von Spekulationsgeschäften. Komisch, alles Maßnahmen, die vor einigen Wochen, als es um das Schicksal von 10 Millionen Griechen ging, noch undiskutabel schienen. Aber spätestens jetzt, denkt man, spätestens jetzt, wo in einer Nacht- und Nebelaktion der Rettungsschirm im Falle von EU-Pleiten beschlossen wurde und der Euro sich dennoch nicht erholen will, ist klar, dass für die nationale Krise Griechenlands nicht Schlamperei, nicht die Larifari-Mittelmeermentalität verantwortlich sind. Nichts Uso, nichts Sertaki ist verantwortlich. Griechenland ist nur ein Symptom für eine weitere weltweite Krise des Kapitalismus, die mit den Banken begann und sich nun auf die Staaten ausweitet. Also müssen jetzt die unsozialen Auflagen für das Hilfspaket sofort zurückgenommen und ein Prozess der Umschuldung in Gang gesetzt werden. Dabei sollte die Bevölkerung selbst entscheiden können, ob sie nicht lieber den Weg von Argentinien oder Island gehen will. Weiterhin ist eine Richtigstellung von Fakten in der Öffentlichkeit nötig. Denn es blieb unausgesprochen, dass das sogenannte Hilfspaket nichts anderes ist als ein überteuerter Kredit, an dem Deutschland jährlich 300 Millionen Euro Zinsgewinne macht. Das ist keine Hilfe, das ist ein Geschäft. Unausgesprochen blieb auch, dass dieses Hilfspaket nur gegeben wurde, um, wie selbst Ex-Bundesbankchef Karl Otto Pöhl sagt, um vor allem französische und deutsche Banken vor Abschreibungen, also vor Schuldenausfällen, zu schützen. Genauso soll auch die Crème de la Crème der deutschen Industrie verlustlos weiter ausbezahlt werden, die in Griechenland mit der Konstruktion des Zugverkehrs, des Telekommunikationsnetzes, mit dem Bau von Brücken, von Straßen und Flughäfen beauftragt wurden. Also blieb unausgesprochen, dass das Geld der griechischen und deutschen, nennen wir sie ruhig konventionell Steuerzahlern, über Umwege aus Griechenland wieder zurück bei den deutschen Banken und der deutschen Industrie landen wird. Und was blieb noch unausgesprochen? Woran will die deutsche Öffentlichkeit einfach nicht erinnert werden? Die Waffenlieferungen. Griechenland ist einer der Hauptabnehmer neben der Türkei von deutschen Waffen. Mit 4,3% des BIPs hat es mit den höchsten Militäretat in Europa. Zu den Auflagen des Hilfspakets aber gehörte nicht die Kürzung des Militäretats. Die griechische Bevölkerung hingegen sieht die härtesten Einschnitte in das soziale Netz seit der Militärdiktatur auf sich zukommen. Renten und Löhne sollen um bis zu 30% reduziert werden. Ein grober Witz angesichts einer Durchschnittsrente, die bereits bei traurigen 500 Euro und eines Durchschnittslohns, der bei 800 Euro liegt. Andere solche witzige Maßnahmen: die Mehrwertsteuer wird auf 23% erhöht, der Kündigungsschutz wird aufgelockert, 70 staatliche Institutionen sollen zusammengelegt und verkauft werden, am besten an ausländische Investoren. Zum groben Witz ist auch die Demokratie verkommen, und zwar ganz offiziell. Die griechischen Staatsfinanzen unterliegen einer rigiden Kontrolle der internationalen Gläubiger. Das Budgetrecht des Parlaments wird abgegeben. Das Land ist faktisch ein Finanzprotektorat von internationalen Privatiers. Diese Witze aber versteht die Bevölkerung nicht mehr. Seit Monaten wüten in Griechenland Proteste. Die Streiks geben einander die Hand. Der Lehrerstreik wird gefolgt von einem Streik der Verwaltungsangestellten, wird gefolgt von einem Streik der Krankenschwestern, wird gefolgt von dem der Apotheker, der Bankangestellten, der öffentlichen Verkehrsmittel oder der Gewerkschaften der prekär Beschäftigten.
Jede zweite Woche findet ein 24-stündiger Generalstreik statt. Die Demonstration vor zwei Wochen, am Tage des letzten Generalstreiks, war die größte seit 40 Jahren. Die Wut der Menschen ist so groß, dass selbst Demoordner sie nicht davon abhalten konnten, das Parlament stürmen zu wollen. Und ich möchte enden mit einem Slogan, der während der Athena Riots im Dezember 2008 auf die Wände gesprüht wurde und heute wieder in aller Munde ist. Er sagt, Είμαστε εικόνα από το μέλλον, auf Deutsch, wir sind ein Bild aus der Zukunft. Die Griechen wissen, dass sie das Pilotprojekt des internationalen Kapitals sind. Deswegen wissen sie auch, dass ihre Kämpfe als Antwort von unten eine Signalwirkung für die ganze Welt haben. Sie sind ein Bild aus der Zukunft. Wir sollten zusammen mit ihnen in diese Zukunft streiten. Beteiligt euch an Solidaritätskreis mit dem Widerstand des griechischen Volkes. Kommt zu der Demo am 12. Juni, der Kapitalismus-Krise. Proletarier, aber Länder, unterdrückte Völker und Nationen, freilich ich euch. Das wird immer aktueller in der tiefsten Weltwirtschaft und Finanzkrise des Kapitalismus. Wir empfinden eine tiefe Solidarität mit dem Kampf des griechischen Volkes. Heute sind wir alle Griechen. Wir solidarisieren uns mit diesen Kämpfen in Griechenland. Wir demonstrieren heute hier aber auch, weil in ganz Europa ähnliche Sparmaßnahmen drohen. In den nächsten Monaten sollen in der gesamten EU, angefangen mit Portugal, Spanien, radikale Kürzungspakete verabschiedet werden, mit denen die Mehrheit der Menschen für die Kosten der Krise zahlen soll. Dagegen wehren wir uns. Diese Rettungspakete, sie dienen nicht den Menschen in der EU. Sie dienen vor allen Dingen dafür, die Profite der Anleger, der Vermögenden, der Banken und Konzerne zu sichern, auch in dieser Krise. Wir demonstrieren für andere Antworten auf die tiefe Krise des Kapitalismus. Banken und Konzerne müssen zahlen. Reichtum und